haben Sie Ihren Stresstest präsentiert. Was sind denn die Main Findings? Was sind denn die Hauptergebnisse? Was wesentlich ist, dass wir uns nicht auf den Stresstest der Bahn als alleiniges Kriterium für Stuttgart 21 einlassen, sondern da gibt es auch noch eine Energiebilanz, die zu bestehen ist. Da geht es um die Leistungsfähigkeit des Bahnhofs an sich, da geht es aber auch um die Barrierefreiheit und um die Räume im Schlossgarten. All das muss dieses Tiefbahnprojekt, dieses Tunnelbahnprojekt erst einmal schaffen, und laut unseren Aussagen, laut unseren Ansichten schafft es das einfach nicht. Also nochmal ganz kurz, was sagen Sie zu dem anderen Stresstest? Was ist Ihre Meinung dazu? Der Stresstest der Bahn und auch das, was Geisler vorgeschlagen hat, als Stresstest durchzuführen, das ist nur ein einziger Aspekt in diesem ganzen Themengebiet Stuttgart 21. Da muss man auf sehr viel mehr schauen, auf die Energiebilanz, auf die Barrierefreiheit, auf die Bäume im Schlossgarten. Und vielleicht mal eine andere Frage kurz zwischendurch. Was ist denn eigentlich rausgekommen nach der Untersuchung der Polizei? Hat es irgendeine Anspiel gehabt, Zeuge oder sonst irgendwas? Die Polizei hat bei uns keine Hausdurchsuchungen durchgeführt. Wir haben ja auch ein paar Namen genannt, habe ich mir. Hat sich da irgendwas ergeben? Die Polizei und die Staatsanwaltschaft hat selber gesagt, sie haben genau das bekommen, was sie wollten. Das hätten sie von Anfang an haben können. Hätten sie bei uns nachgefragt. Wir haben inzwischen mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen und sind dabei, hier einen Kontakt auch herzustellen. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft in Zukunft Informationen von uns haben will, wendet sie sich direkt an uns, dann gibt es auch keine solchen Verwirrungen mehr wie am letzten Donnerstag. Generell Ihre Strategie jetzt. Da sind ja ein paar Details herausgekommen, die die Bahn irgendwie ganz, ganz schlecht dastehen lassen. Wie ist Ihre Strategie? Wie gehen Sie weiter vor, um Stuttgart 21 jetzt zu verändern? Wir wenden uns weiterhin an Kanzlerin Merkel und an Verkehrsminister Ramsau, denn das sind die entscheidenden Personen in dem Spiel. Die können den Gruber endlich mal zur Raison bringen, zur Vernunft bringen, ihn zurückpfeifen, um dieses Projekt endgültig zu beenden.